hallo meine lieben Freundinnen und Freunde, wir sind wieder hier beim FC Schalke 04, beim Fußballmanager 13 mit dem glorreichen FC Schalke. Wie gesagt, sind auf einer sehr, sehr hohen Erfolgswelle aktuell. Wie gesagt, nächstes Spiel, Halbfinale gegen Barcelona. Endlich gibt es Interessenten für Shinedu Obasi. Daniel Dogan, das ist unser Torwarttalent, das wir haben möchten. 5 Jahre. Ja, ist, denke ich, ein. Außer der Vorstand meckert wieder. Gut, Fernandes, Sturmtalent. Gut, der will aber ein bisschen viel Geld. 320.000, also so stark haben wir ja jetzt nicht gesehen, ne? Gut, dem legen wir nochmal 10.000 drauf. Na gut, dann geben wir dem nochmal ein bisschen Handgeld mit auf den Weg. Und jetzt Champions League Halbfinale gegen Barcelona. Hinspiel bei uns zu Hause. Wie gesagt, finde ich immer nicht so stark. Wir haben natürlich zwei. Max Meyer wechselt zu Bayer Leverkusen. Shinedu Obasi wechselt zu Greuther Fürth. Da sind wir schon mal zwei Spiele auf jeden Fall wieder los. Und wir brauchen natürlich jetzt wirklich eine Top-Leistung. Wir reden nochmal vorher mit allen. Im nächsten Spiel. Nee, von ihm wollen wir einfach höhere Ziele sehen. Benedikt Höwedes hat gut trainiert. Christoph Metzelder. Im nächsten Spiel brauchen wir ihn in Topform. Er verspricht sich voll reinzuhängen. Papadopoulos trainiert sensationell. Matthias Ginter. Toja. Im nächsten Spiel brauchen wir ihn auch in Topform. Wie gesagt, es geht jetzt gegen Barca. Montoya haben wir ja, glaube ich, sogar von Barca verpflichtet, oder? Ja, gegen seinen Ex-Verein haben wir für 10 Millionen gekauft. Will natürlich jetzt zeigen, dass er was kann, dass er da ist. So, wir schauen, ob wir hier noch irgendwas machen können. Nö, können wir nicht. Dann speichern wir wie immer. Und dann, wie gesagt, gehen wir in das Halbfinale gegen Barca. Wie gesagt, ich verspreche mir nicht allzu viel. Aber dass wir so weit gekommen sind, ist schon mal gut. Ich meine, guckt euch das mal an. Mannschaftsstärke Barca 919, wir haben 870. Auf der anderen Seite haben wir natürlich bisher eine wesentlich bessere Saison und eine wesentlich bessere Form als Barca. Barca Form nur ein Stern, wir 4 Sterne, nicht mehr 5 wie sonst, aber naja. Schauen wir einfach mal. Möglich ist ja alles. Also unsere Top 11. Gleich steigt hier das Hinspiel im Halbfinale. Aber was heißt, wir haben halt alles, aber auch alles natürlich zwei sehr, sehr wichtige Spieler nicht dabei. Ginter nicht dabei, gelb gesperrt. Und Morata mit dem ersten Schussversuch stark. Und Eriksen halt nicht dabei, ne? Aber wir machen da vorne bislang gut Druck. Aber natürlich Barca. Da sind auch Namen dabei. Nicht nur Neil, Messi, auch wie haben wir da ausgesprochen? Fabregas auf jeden Fall da vorne. Haben wir gerade am Ball gesehen. Dani Alves. Sergio Busquets, Pedro. Das sind alles Namen gewesen. Ja. Da kann es bei jedem direkt mal rappeln. Messi. Messi macht das 1-0. Ja, schauen Sie doch mal, wie er den Ball trifft. Das ist das. Also, ich sag mal, ausscheiden wäre in Ordnung gegen Barca. Aber ich möchte jetzt nicht so Klatschen kassieren. Das wäre auch unnötig. Iniesta, da ist er am Ball. Haben wir neulich noch drüber gesprochen mit Xavi. Die Schaltzentrale von Spanien und natürlich auch die Schaltzentrale von Barca damals gewesen. Höwedes, das klärt vor Messi. Gut. Holtby auf Sandro. Draxler. Auf Morata, der steht alleine. Victor, weil das ist schade. Da ist Xavi. Der zweite, den wir gerade angesprochen haben. Montoya. Schön geklärt gegen Iniesta. Shaqiri. Gestern ist nirgendwo. Papadopoulos. Morata. Auf Füllkrug. Oh, da müssen wir aber noch mal einen genauen Blick drauf werfen. Füllkrug.
Montoya, stark. Shaqiri auch sehr stark. Füllkrug. Ah, wollte draußen auf Draxler. Leider nicht rangekommen. Papadopoulos auf Füllkrug. Ah, hat sich schon so halb durchgesetzt da. Alle, wir sind gut in der Partie. Klar, das 1:0 ist ein bisschen unglücklich. Aber bislang sind wir eigentlich gut in der Partie, muss man ganz klar sagen. Jordi Alba jetzt hier mit dem Foul gegen Füllkrug. Schön Papadopoulos da. Ah, schade. Versucht durchzustecken vorne in die in unsere Sturmreihe, aber kommt nicht rein. Pedro jetzt. Oh, wird auf der Strafraumgrenze gegrätscht. Hövedes kriegt gelb. Freistoß. In die Mauer. Gut geblockt. Abschlag. Der Ball geht leider in den Feind, aber Shaqiri holt sich von hinten von Xavi den Ball. Hätte er sich auch nicht träumen lassen. Holt, wie wird gelegt. Freistoß. Shaqiri, Montoya. Steckt durch zu Morata. Füllkrug. Oh, das wär's gewesen, Freunde, das wär's gewesen. Aber Victor Alves ist natürlich auch eine Bank da hinten, ne? Shaqiri jetzt. Ecke. Wird geschossen von Shaqiri. Wird scharf reinkommen, denke ich mal. Shaqiri mit der 7, wie der große Cristiano Ronaldo. Wäre natürlich auch noch mal so eine Verpflichtung für uns, ne? Also wie gesagt, wir halten an unserer Elf erstmal fest, aber sobald wir wirklich große, große Namen holen, kommen, ganz klar. Ich sag mal, wenn wir so einen Ronaldo verpflichten könnten oder so einen Messi, da fackeln wir nicht lange, die holen wir. Weil das sind ja nochmal ganz andere Kaliber. Und dafür sind wir ja auch Fußballer. Also Fußballspieler. Oh, Draxler, der wird gelegt. Das gibt jetzt Elfmeter. Das könnte Puyol. Oh, Puyol, das war auch ein Innenverteidiger vom Herrn, du. Meine Güte, war das ein Kerl. 1:1. Holtby mit dem Foul-Elfmeter. Stark. Kurz vor der Pause. Das gibt Selbstvertrauen. Und wir sind wirklich gut in der Partie. Ist kein Lucky Punch. Ist verdient. Verdient. Gegen den großen FC Barcelona. Halbzeit. Können wir durchaus so zufrieden sein. Machen ein Bärenspiel. Ein Bärenspiel. Ganz frech, ganz frisch sind wir da vorne dabei. Können wir wirklich gewinnen, das Ding? Komm. Herr Zelda kriegt eine Massage. Spielt gute Partie. Motivieren wir ein bisschen. Höwedes kritisieren wir ein bisschen. Hier vorne Offensive motivieren wir. Shaqiri kritisieren wir. Und dann gehen wir rein. Wie gesagt, wir sind gut dabei. Gute Partie bislang von uns. Höwedes, stark. Shaqiri versucht durchzustecken, kommt nicht durch, schade. Wie gesagt, ich erwarte jetzt nicht, dass wir hier, was weiß ich, wie gegen Mailand 5:1 gewinnen. Aber so 2:1 zu Hause im Hinspiel wäre schon stark. Und Hauptsache keine Klatsche. Nicht, dass Messi auf einmal sich gleich denkt, komm, wer bin ich eigentlich? Und macht da, oh Sandro, jetzt wird's nickelig, vorsichtig. Nicht, dass Messi sich gleich denkt, wer bin ich hier, 5 Tore macht und sagt Feierabend. Füllkrug ganz alleine. Holtby, 2:1, Freunde, ich sag's euch noch. Der macht dir das 2:1 gegen Wahnsinn, Barca im Champions-League-Halbfinale. Was geht hier ab, Freunde? Barca, die wissen doch nicht mehr, wer Holtby ist. Die wissen nicht, wer Füllkrug ist. Die kennen keinen von uns. Doch, Montoya kennst du von früher. Aber ansonsten kennen die doch keinen von uns. Noch einmal stehen wir hier 2:1. Die wissen doch gar nicht, was abgeht mit dem Weltfußballer Lionel Messi. Ich meine, aktuell ist das ja nicht. Ist ja Ronaldo geworden, also hier in der Simulation. Morata, schön. Schön gesehen auf Draxler. Der macht Dribbling. Steckt durch nach vorne. Schade, kommt näher an Alexandro jetzt. Gegen Cesc Fabregas. Cesc Fabregas würde ich auch gerne verpflichten. Das ist ein super Spieler. Ein super feiner Mittelfeldspieler. Das wäre natürlich ein Traum, wenn wir den kriegen können. Stell dir das mal vor. Dann nehmen wir Cesc Fabregas so als Zentralen. So ein bisschen mit Kreativität und dahinter Ginter als Defensiven, der einfach dicht macht. So, gleich wechseln wir in so einer 70. rum. Ja, wir wechseln jetzt. Dann kommen die wenigstens zur 70. rein. Füllkrug, bringen wir Adrian, unseren schönen Brasilianer. Also schön im Spielsinne. Wobei er natürlich auch ein schöner Mensch ist, ganz klar. Und dann bringen wir, glaube ich, für Metzelda, bringen wir Baba. Metzelda, glaube ich, müde ist auf. Abdulrahman Baba kommt. Oh, Möbenes vor Messi. Wichtig und gut geklärt. Sehr wichtig für Selbstvertrauen. Messi weiß überhaupt nicht, was abgeht. Kommt da so ein blonder Junge aus Schalke. Er denkt sich, wer ist das? Und dann köpft er ihm da den Ball aus der Latichte. Also, das ahnst du doch selber nicht. Holtby setzt sich durch, Victor Valdes. Schade. Klaubt den Ball raus. Im zweiten Halbfinale steht es 4:0 für Man City. Morata abseits. Aber jeder Offensiv. Ilkay Gündogan kommt. Wieso war der denn damals schon bei Barca?
in der Realität ja jetzt bei Barca damals. Ja, okay, da haben sie ihn wohl gekauft. Puyol. Oh, Draxler holt sich den Ball von Puyol. Puyol weiß gar nicht, was abgeht. Da kommt der blonde Mann aus Schalke, nimmt ihm den Ball ab. Er weiß gar nicht, was abgeht. Der wusste noch nicht mal, dass das Spieler ist. Der dachte, das ist der Balljunge. Aber auf einmal ist es Draxler, der den Ball hat. Ach, Papadopoulos köpft ins Seitenaus. Ach, nicht ins Seitenaus, ins Aus hinten. Shaqiri. Ja, die wieder abseits. Deutlich. Ein Wechsel haben wir noch. Wir bringen Sordell für Morata. Einfach um Zeit zu nehmen, einfach um frische Kräfte zu bringen. Messi. Nehmt ihn den Ball ab. Das wird gefährlich. Schön gemacht, ohne Foul im Strafraum den Ball abgenommen. Holtby holt sich auch den Ball. Rüber auf Adrian. Der hat Bock. Schade, kriegt den Ball nicht richtig. Papadopoulos vor Messi. Wahnsinn, was hier für eine Partie läuft. Wer hätte das gedacht? Wir haben die ganze Zeit gesagt, gut, gegen Barca wird definitiv Schluss sein. Ich meine, gut, wir haben noch das Rückspiel, da kann Barca noch alles machen. Aber dass wir hier ein 2:1 wahrscheinlich erstmal holen, das ist doch absolut grandios schon. Messi, nehmt ihn den Ball ab. Leno, stark gehalten. Messi verzweifelt, er trifft da hinten einfach nicht, er trifft nicht. Erst kommt der Höhe, das köpft ihm dann den Ball weg. Dann kommt der Papadopoulos, nimmt ihm den Ball vom Fuß. Dann kommt der Leno, klaut da seinen Schuss aus der Luft. Der wird doch verzweifeln, der wird doch wahnsinnig. Holtby, der läuft. Guck mal, was er für eine Kraft noch hat. Nach fast 90 Minuten. 3:1! Was geht hier ab, Freunde und Freundinnen? Was geht hier ab? Ah, das ist Weltklasse-Fußball. Was für ein Tor. Also, wenn das so weitergeht, dann... Also, was machen wir hier, Freundinnen und Freunde? Was machen wir hier? Wir spielen in der... Das muss man sich nochmal reinziehen. Wir spielen hier in der Champions League gegen Barcelona. Sebastian und gewinnen Hellmann, das Hinspiel mit 1. Also, ja, gut analysiert und kommentiert. Was und geht hier? Wir bedanken uns beide. Wir, das ist auch noch Tom Bayer, für ihre Aufmerksamkeit. Also ich habe jetzt schon einige, also früher habe ich viele Partien hier Fußballmanager gespielt und so, aber dass das so. Ach, die mit ihrem Max Meyer. Dass das hier so. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Was ist denn mit Daniel Dogen jetzt? Ach Gott. Was haben die denn alle für Vorstellungen, was sie wert sind? Also, mein lieber Freund, wir machen jetzt das allerletzte Angebot und dann ist aber auch Feierabend. Weil so toll ist er jetzt nun auch nicht. Und wir haben Sordell, wir haben ja, okay, dann kommt er halt nicht zu uns, Fernandes. Wo ist er? Schmeißen wir direkt aus dem Blickfeld raus. Scout bricht. Potenzieller Topspieler. Offensiver Mann. Da sollten wir vielleicht drauf bieten. $1,3 Millionen ist ja auch nichts. Also im Fußball. So, wir haben das nächste Spiel gegen den HSV. Wir können hier nochmal umstellen. Wir nehmen natürlich auf jeden Fall Eriksen wieder rein. Wir nehmen Matthias Ginter wieder rein. Dann nehmen wir Papadopoulos für Zelda wieder. Ihn setzen wir wieder auf die Bank. Gut, dann haben wir wieder unsere Elf auf dem Platz. Haben wir irgendwen, der besonders müde ist? Papadopoulos ist natürlich noch nicht so ganz frisch. Dann nehmen wir mal Baba von Beginn an. Höwedes, ja, mit 88, das geht noch. Ja, ich sag mal klar. Wer hätte das gedacht? 3:1 gegen Barca. Da oben steht es noch. Ich kann es kaum glauben. Jetzt spielen wir gegen den HSV. Verlieren wir nicht. HSV 10. Spielen eine absolut grottige Saison. Sieht man hier einen Stern nur. Bin ich mal gespannt. Gott, voll verschluckt. Bin ich mal gespannt, ob Morata heute sein 40. Saisontor macht. Julian Draxler. Wird gefoult. Regt sich ein bisschen drüber auf. Ist egal, wir kriegen Freistoß. Draxler macht da schönen Dribbling links. Wird aber leider nicht belohnt. Höwedes klärt vor Song. Draußen auf Draxler, der läuft, der flankt. Füllkrug, ach schade, Adler. René Adler fängt den Ball ab. Aber wir sind direkt von Beginn an da.
Holger Aslan da am Ball gewesen. Hübnis. Und Heung-Min da rechts. Möchte, wie gesagt, heute sein 12. Saisontor schießen, aber da wird er nicht zu kommen, glaube ich. Alter, ey, Chiri! Was soll das? Dennis Diekmeyer da, Höwedes, Ginter auf Holtby, der sieht wieder Draxler schön, setzt Draxler in Position. Eriksen auf Morata und Füllkrug, gerade daneben. Ah ja, hatte aber auch wenig Zeit, sich zu entscheiden, musste schnell gehen. Leno fischt den Ball raus, stark, Baba. Eriksen jetzt auf Füllkrug, der auf Morata, der macht sein 40. Saisontor. Was für ein Tor, was für ein tolles Tor. So sieht mit Konterfußball aus. Rechts in die linke obere Ecke gezaubert, Wahnsinn. Da müssen wir unbedingt sehen, ist ja ausgeliehen von Real, da müssen wir unbedingt sehen, dass wir den fest verpflichtet kriegen. Koste es, was es wolle, aber der Typ, der schießt uns jetzt in Sterne, die wir gar nicht geahnt hätten, dass es die gibt. Oh, Sandro mit einem grünen Foul. Gibt aber, glaube ich, keine gelbe Karte. Wichtig. Vor allem überlegt mal, wir haben mit ohne Eriksen, ohne Ginter, haben wir 3:1 gegen Wasser gewonnen. Im nächsten Spiel sind die Hawaii wieder dabei. Das heißt, noch mehr Qualität auf dem Platz, noch mehr Motivation, weil die jungen Wilden, die wollen natürlich jetzt auch ins Finale. Ne? Die wissen jetzt auch, wir können Geschichte schreiben. Überlegt halt mal, der FC Schalke 04 im Champions-League-Finale. Wann ist das denn mal gewesen? Nie, glaube ich. Nie. Alle wüsste ich jetzt wirklich nicht. Kann sein, dass irgendwann, es gab ja vor dem Champions-League, bevor das offiziell Champions-League hieß, hieß das ja irgendwie Pokal der Landesmeister oder irgendwie so. Das kann ich mir, ich glaube schon. Kann sein, dass Schalke vielleicht damals mitgemacht hat. Mein Schalke war ja auch nie deutscher Meister in der Bundesliga, aber bevor es die offizielle Bundesliga gab, hat Schalke ja durchaus seine Erfolge gehabt in diesen Ligen, die es davor gab. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißen. Aber wie gesagt, in der Bundesliga war Schalke ja nie Meister. Damals das Herzschlagfinale, Meister der Herzen, ganz knapp gewesen, bevor Bayern dann in der 5. Nachspielminute doch noch den Ausgleich geschossen hat. Das war bitter. Schalke 5 Minuten lang Meister gewesen, oder 3 oder so. 3 Minuten, glaube ich. 3 Minuten Meister der Herzen mit Assauer gewesen. Mit Hoop Stevens hätte man ihn allen gegönnt, gerade Assauer, auch viel zu jung verstorben, schwer erkrankt er damals an Alzheimer. Für sein Lebensweg nie wirklich groß belohnt worden. Oh, Morata wird rüde gefoult. Aber lasst uns nicht über solche Themen anfangen, sonst verrennen wir uns doch hier in irgendwelchen Traurigkeiten. Fußball ist ein Spiel zum Spaß haben, ein Spiel zum Lachen. Klar, hat natürlich auch seine traurigen Momente. Aber lasst uns heute die schönen genießen. Halbzeit. Gut, wir haben 2 Gelbgefährdete, aber das ist eigentlich mittlerweile in der Bundesliga ein bisschen egal. Wir schauen mal. Höwedes kriegt eine Massage. Gut, mittlerweile sind sie alle relativ fit. Motivieren wir hier ein bisschen. Antoja können wir durchaus mal loben, macht eine gute Partie. Dann geht's weiter. So, ich denke mal, heute werden wir relativ frühe Wechsel vornehmen. Adrian auf jeden Fall wieder bringen. Ich denke mal, Mario Harzer bringen wir aber wieder ein paar Minuten. Gelbe Karte für Montoya. Leno faustet den Ball raus. Raphael van der Vaart. Und Leno klärt vor den Füßen von Rüttnitz. Stark. Ginter auf Morata, der setzt sich durch, der geht ins Dribbling, der schießt, aber René Adler hält. Schade. Morata nochmal auf Draxler, schön gesehen. Draxler, Füllkrug wird leider zugestellt. Ginter gegen Raphael van der Vaart, kann leider den Ball nicht erobern. Rüttnitz, was sucht es da gegen 5 Leute, was hat er da vor? Klar, den Ball abgenommen. Morata, schön gesehen auf Draxler, links, der setzt sich durch, läuft, Flanke, Kopfball, Füllkrug, Tor. Da hält es natürlich keinen mehr Wahnsinn. Auf den Sitzen. 2:0 gegen HSV. Obwohl die sich zurücklehnen könnten. Wir könnten ja jetzt jedes Spiel in der restlichen Bundesliga eigentlich verlieren. Weil wir ja, wie gesagt, wir sind sicher Meister. Da kann uns keiner mehr was. Aber die Jungs, die wollen trotzdem. Die halten hinten dicht, die machen vorne die Tore. Rot.
Rot für Tolga Arslan. Ganz klares Foul. Holt da Füllkrug früh von den Beinen. Wir nehmen Wechsel vor. Höwedes. Ach Quatsch. Höwedes nicht. Ginter auch nicht. Ich will in der Offensive wechseln. Morata nehmen wir runter. Wie gesagt, bringen wir Mario Harzer. Wobei, nee, wir bringen Sordell. Dass der einfach... Na nee, komm, wir bringen Mario Harzer. Dann bringen wir links für Julian Draxler, bringen wir Adrian. Und dann bringen wir rechts für Füllkrug, bringen wir Sordell. So. So sind es, denke ich, gute Wechsel. Dann kriegen alle vorne nochmal auch ein bisschen Spielerfahrung, weil, wie gesagt, in den restlichen Finalen werden wir auf jeden Fall alle fit brauchen. Wir werden alle gut eingespielt brauchen. Alle brauchen Selbstvertrauen, dass sie hier und da nochmal ein Tor geschossen haben. Deswegen auch wichtig, dass Füllkrug mal wieder getroffen hat. Hat er jetzt längere Zeit nicht getroffen. Draxler. Schön nochmal auf Füllkrug. 3:0. Macht auch sein 13. Tor in der Bundesliga. Ein Tor, ein Augenschmaus. Herrlich. Ja, ein Mann mehr auf dem Platz. Das ist natürlich ein deutlicher Vorteil. Der Trainer nimmt. Füllkrug schön. 2 Tore. Maximilian Weiß aber auch mal lange Zeit ein großes, großes Talent beim HSV. Hat sich dann aber auch nie wirklich so durchsetzen können, dass er wirklich der Topspieler wurde, den man ihn eigentlich angedichtet hatte. Aber naja, hat trotzdem seine Karriere gemacht natürlich, klar. Ginter, schön, auf Mario Harzer, der ist alleine vorne. An die Latte. Adrian, ja, kriegt den Ball abgenommen, aber direkt wiederholt wieder. HSV kommt nicht wirklich zum Zug. Ginter, Holtby. Mario Harzer, stark. Oh, schon wieder an die Latte, stark. Aber der setzt sich da vorne gut durch. Eriksen auf Sordell. Diesmal auf der ungewohnten rechten Außenstürmerposition. HSV hinten. Nicht wirklich eine Schnitte gegen uns. Holtby an den Latte, an den Pfosten. Und jetzt hat der Trainer sein Wechsel. So, 87. Minute, sollte gleich abgepfiffen werden. Wieder ein 3:0. Wir machen auch nicht diese kleinen 1-0-Siege. Wir machen immer viele Tore, wir machen immer große Spiele. Und wie gesagt, defensiv, das freut mich am meisten noch ein bisschen mehr. Stehen wir immer besser, immer besser. Kriegen kaum noch Chancen ran. Wie gesagt, was die da hinten abreißen, ist schon stark. Vorne ja sowieso seit Beginn an stark und ab. Das Spiel ist gewonnen und da kann man im Prinzip nur gratulieren. Ja, kann man wirklich. So, wir gucken nochmal. 16 Punkte immer noch vorne. Dortmund, ja, 4:2 gewonnen gegen Düsseldorf, aber bringt ihn auch nichts mehr. Und wie gesagt, Morata 40 Tore. Wahnsinn. Und dazu noch 12 Vorlagen. Krank. Absolut krank. So, Daniel Dogan kommt zu uns. Ja, komm, da sind sie wieder ein bisschen sauer. Ist egal. Und wir gehen direkt weiter. Shinedu Ubasi wechselt. Freut mich für ihn persönlich. So, den haben wir. Den wollen wir auf jeden Fall halten. 5-Jahres-Vertrag. Gut, da wird der Vorstand wieder Tränen weinen. 90.000 sollten sie aber allerdings nicht schlimm finden. Enzo sie dann. Ibrahim Afellay, den versuchen wir auf gar keinen Fall zu kaufen. Endet die Leihe. Tim Hoogland. Sie bieten, okay, nehmen wir an. Philipp Hoffmann will zu uns zurück. Der hat keine Chance um uns. Anthony Anan. Okay, müssen wir dann auch definitiv verkaufen. 3 Spieler von Leverkusen. Also, dass wir hier noch nie, also das verstehe ich nicht. Naja, egal. Rückspiel gegen Barca. Da kommt es jetzt drauf an. Können wir heute das Finale klar machen? Klar, wir sind natürlich sehr gut aufgestellt mit dem 3:1. Vor allem jetzt haben wir wieder unsere Top-Elf auf dem Platz. Vereinsmuseum, erwirtschaftete Gesinn, Lizenz kriegen wir ohne Probleme kriegen. Sehr, sehr gut. Denen dann nochmal ein bisschen Geld in die Infrastruktur in die Hand, dass wir hier noch ein, zwei Sachen ausbauen können.
Wie gesagt, als allererstes bauen wir hier das Trainingszentrum mal aus. Dann bauen wir das Wellnesszentrum aus. Das ist schon mal gut. So, Papadopoulos kommt natürlich wieder rein, damit wir wirklich unsere Top-Elf auf dem Platz haben. Wir gucken, ob wir hier noch vorher... Klar, wir können mit den Leuten reden, das ist auch gut vor so einem Spiel. Benedikt Höwe ist gut trainiert. Zelda hat auch gut trainiert. Papadopoulos trainiert sensationell. Wir gucken mal mit den Leuten, die wir abgeben. Max Meyer. Wünschen wir für die Zukunft schon mal alles Gute. Genauso wie Obasi, wo ist der denn? Ah, den haben wir in der zweiten Mannschaft. Gut. Dann, oh! Verklickt. Ich dachte gerade, ich hätte es aus Versehen beendet. Dann speichern wir auf jeden Fall natürlich wieder. Und dann gehen wir ins Spiel. Gegen Barca. Rückspiel. Wir schaffen die nächste Runde. Bin ich mir ganz, ganz sicher. Hinspiel hätte man im Leben nicht erwartet, dass wir da so dominant auftreten, dass wir da 3-1 gewinnen gegen den großen FC Barcelona. Vor allem ja nicht irgendwie unverdient mit 3 Lucky Punches, sondern ja wirklich verdient, dominant aufgetreten. Barca offensiv überhaupt keine Chance gehabt. Klar, das eine Tor davon, Messi, aber ansonsten ja wirklich komplett vorne abgemeldet. Und wir halt wirklich 3-3 gute Tore gemacht. Die Anfangsminuten kommt es jetzt an, wenn es zur Halbzeit 0-0 steht, wenn wir zur Halbzeit 0 Tore haben. Ich meine, klar, selber Tore schießen wir natürlich stark, aber wenn wir selber keine Tore kassieren in der ersten Halbzeit, dann haben wir schon mal einen sehr, sehr großen Schritt gemacht. Und dann überlegt euch mal, dann stehen wir im Finale. Und dann wollen wir das Ding natürlich auch holen. Dann wollen wir den Henkelpott. Egal, wer da im Finale auf uns kommt, den rennen wir über. Pedro rausgeköpft, stark. Hüllkrug, gut auf Morata gesehen. Holtby, ah, schade, in die Füße von Mascherano. Sandro mit dem Einwurf. Alexandro. Gleich seine letzte Saison für uns. Wie gesagt, nicht weil er schlecht ist, sondern weil wir das System umstellen. Morata macht das 1-0 in Barca. Wahnsinn. Wunderbar, einfach. Der Matchplan geht komplett auf. Barca weiß natürlich jetzt auch, jetzt ist die Stunde geschlagen. Jetzt kommt es drauf an. Nerven liegen blank bei Barca. Haben sich vorher gedacht, traumlos, Schalke, da sind wir sicher weiter. Da können wir mit der Jugend auflaufen. Und dann kommen wir und schießen die aus dem Wettbewerb. Anstatt Barca sind wir im Finale. Die wussten vorher noch nicht mal, wo Schalke liegt. Messi jetzt alleine vorne. Jetzt kommt es drauf an. Leno, stark gemacht. Höwedes, Situation geklärt. Messi völlig verzweifelt. Denkt sich auf, was wollen die? Imitieren da das weiße Ballett, machen einen auf großen Real Madrid. Aber dann spielen die auf ihr Real. Dann sind die das weiße Ballett. Dann ziehen die da die Bälle rein. Dann machen die die Tore. Mittlerweile ist geklärt. Pedro Ginter holt sich direkt den Ball wieder. Nickeligkeit von Xavi, er ist auch sauer. So, das müsste uns jetzt zeigen, ob es abseits war oder nicht. Hätte ich im Leben nicht gedacht, dass wir so erfolgreich sind hier. Ginter stark auf Sandro. Nochmal Ginter. Morata. Klar, aber im Prinzip können wir zurücklehnen. Klar, wir können jetzt auch nicht ausruhen. Wir müssen trotzdem weiter wach bleiben. Weil Barca, die können auch ganz schnell die Tore machen. Dann stehen wir auf einmal da. Aber eigentlich zum großen Teil, da Iniesta regt sich auf. Sauer. Glück, stark. Hier wird es. Ginter. Wird gefoult, gibt Freistoß. Holtby. Holtby mit den Freistößen. Lupft ihn rein, aber Victor Valdes, schade. Höwedes klärt da eiskalt den Ball ab. Holtby auf Morata, der auf Draxler. Versucht Dribbling, wird leider abgehalten, aber klar. Da hat er einfach noch nicht die Erfahrung für, noch nicht die Spielstelle. Oh, Ginter. Zeigt Messi, wo es lang geht. Heute machst du keine Tore. Eckball. Sergio Busquets ist schon so verzweifelt, dass er noch nicht mal mehr das Tor trifft. Die wissen nicht mehr, was abgeht. Die denken sich auch, wie kann das sein? Was passiert hier? Was läuft hier ab? Wir sind doch der große FC Barcelona. Wir dominieren doch den Weltfußball eigentlich, sagen sie. Pedro mit dem 1-1.
Egal, das stört uns doch nicht mehr. Perfekt gemacht, den trifft er doch. Wenn es beim 1-1 bleibt, dann, ja, dann bleibt es halt beim 1-1. Solange die nicht noch zwei Tore machen, weil die schnell machen können. Ne? Deswegen, wir müssen weiter drücken, aufs 2-1 gehen. Nicht jetzt verwalten, nicht ausruhen. Montoya stark, Ginter in die Arme von Iniesta, schade. Sehen wir uns die Situation und Messi in abseits. Der Wiederholung an. War das Halbzeit gleich vorbei. Holtby. Nochmal auf Morata. Der macht nicht das 2-1, schade. Setzt aber nochmal eine Duftnote. Und Victor Valdes, Abpfiff, Halbzeit. So kann es weitergehen. Möchte man jetzt Mäuschen spielen in der Barcelona-Kabine? Wir haben es so gut wie geschafft. Kriegt nochmal eine Massage, kriegt auch eine Massage, kriegt auch eine. Motivieren, motivieren. Eriksen ein bisschen kritisieren, aber auch nicht zu doll. Und wir gehen in die zweite Halbzeit. Morata, Draxler, schön. Füllkrug kriegt den Ball nicht. Eriksen auf Morata. Der macht da Tricks, aber in die falsche Richtung. Der spielt vor. Draxler 2-1. Wir kommen aus der Pause wie ein Wirbelwind. Ich hab mich verschluckt. Wahnsinn, was für ein tolles Tor. Na, einen besseren Einstand kann man sich doch nicht wünschen. Erstmals mitgespielt. Wahnsinn, jetzt weiß Barcelona. Jetzt ist es fast schon vorbei. Jetzt ist die Tür zu. Wir müssen jetzt nur noch abschließen. Barcelona hat den Schlüssel in der Hand, aber wir können ihn nicht aus der Hand nehmen. Wenn wir jetzt noch ein Tor machen, dann wissen die auch, es wird nichts mehr. Schön geklärt. Sergio Busquets kommt da nochmal ran. Messi schießt aber, ja, keine Chance. Leno jetzt. Iniesta. Oh, da ist einer verletzt worden. Ich glaube, Messi. Natürlich schade für ihn, aber eigentlich ganz gut für uns, muss man ganz klar sagen. Messi humpelt, wird ausgewechselt werden. Der beste Spieler von Barca wird verletzt, das Feld verlassen. Holtby auf Draxler, schön Morata, ganz knapp vorbei. Ja, ist gut, Sanchez kommt für Messi, der verletzt vom Platz. Wie gesagt, wir wünschen ihm alles Gute, gute Besserung. Aber natürlich, klar, sensationell gut für uns. Wir nehmen Wechsel vor. Shaqiri kommt für Holtby. Adrian kommt für Draxler. Nicht, weil die schlecht gespielt hätten, einfach damit wir frische Spieler auf dem Platz haben, damit auch nochmal frische Energien da sind. Eriksen wird gefoult, frustvoll von Iniesta, sieht man auch selten. Klar. Ja, ich kann von meinem Kommentar. Ja, was du alles von deinem Kommentar Platz kannst, das ist schon Wahnsinn. Sanchez, der neue Stürmer bei Barca, am Ball. Eckball. Ilkay Gündogan kommt für Xavi. Ball geklärt. Sehr stark. Piqué. Und Montoya. Cesc Fabregas. Vor allem überlegt mal, was das für ein Standing für uns ist, dass wir uns jetzt hier zeigen. Dann haben Leute auch Lust, zu uns zu kommen. Dann kommen die großen Spieler, dann kommen sie, die großen Namen. Dann können wir so und wir brauchen nur noch die Kohle und dann läuft's. Eriksen läuft und läuft und läuft. Schade, kommt nicht wirklich ran. Tja, ich würde sagen, das war's für Barca. Die werden im Leben nicht mehr die Tore machen, die sie bräuchten. Morata macht den Deckel drauf. 3-1. Und wir schmeißen den großen was FC Barcelona aus der Champions League. Tolles Tor. Hin- und Rückspiel jeweils 3-1. Tja, hätten wir im Leben nicht gedacht, oder? Hätte Barca auch im Leben nicht gedacht. Und dann bringen wir jetzt noch, wir bringen gleich, sobald man sehen kann, bringen wir den Badass-Move des Fußballs. Wir wechseln den Torhüter. Also können wir gerade noch nicht, ich will ihn eigentlich auswechseln. Jetzt, nein. Ja, dann bringt man vielleicht nicht. Ja. Barca findet offensiv überhaupt nicht mehr stark. Adrian jetzt 4-1. Was passiert hier? Was passiert hier, Freunde? Was da auf den Tribünen los ist. Darauf haben die Fans doch gewartet. Auf so ein Wir schießen den FC Barcelona im Camp Nou mit 4-1 aus der Champions League und stehen verdient im Finale. Und man kann wirklich nicht sagen, dass wir uns da reingeschmuggelt haben. Was haben wir für Gegner gehabt?
Wir haben in der Gruppe ManU gehabt, wir haben in der Gruppe AC Mailand gehabt, zwei große Namen, haben wir beide besiegt. Wir haben im Achtelfinale Tottenham gehabt, eigentlich auch ein großer Name, haben wir auch besiegt. Dann haben wir im Viertelfinale Chelsea gehabt, haben wir auch rausgeschmissen. Kann man auch nicht sagen, haben wir durchgemogelt. Und jetzt im Halbfinale schmeißen wir den großen FC Barcelona raus. Da rennen wir freudig an der Seitenlinie auf und ab, das gibt's ja gar nicht. Hätte ich im Leben vorher auch nicht gedacht. So, ich bedanke mich bei Ihnen zu Hause ja, im Wohnzimmer. Das kannst du in dem Fall auch mal machen. Für die Aufmerksamkeit. Und ich bedanke mich auch bei Sebastian Hellmann. Danke für auch, seine Sebastian Kommentare, Hellmann. Für seine Analysen. Und ich, Tom Bayer, bedanke mich auch bei Ihnen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wahnsinn. 7:2 nach Hin- und Rückspiel im Halbfinale der Champions League gegen den großen FC Barcelona. Und wir spielen gegen Man City. Klar, auch ein großer Name, große Mannschaft, aber ja, was soll da passieren? Was soll da noch passieren, Freunde und Freundinnen? Topspiel, ein Spitzenspiel steht dann gegen Borussia Mönchengladbach. Pokalprämie kriegen wir 10,6 Millionen. Wahnsinn. Wahnsinn. Aber ich würde sagen, liebe Freundinnen und Freunde, für diese Folge reicht es dann auch. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es weitergeht auf unserem Erfolgstrip. Ich meine, wer hätte das am Anfang gedacht? Keiner. Alles klar. Bis dann. Tschüss.